morgen ist der Prozessbeginn. Mit welchen Gefühlen gehen Sie denn in diesen Tag? Ich nehme am Prozess nicht teil. Ich komme nur mit meinem Anwalt nachher zur Urteilsverkündung. Mein Anwalt Dr. Bauern hat gesagt, es ist gescheit, aber das nicht mitgekriegt wird. Das, wenn man hört, wie es ums Leben gekommen ist, und es hat schon gereicht, was da in Facebook war, dass man gesehen hat, wo es liegt dort. Ja. Dort, es ist in der Blutlage gelegen. Ja. Und dann, wie es abtransportiert worden ist. Ja. Das finde ich sowas pietätlos. Ja. Ja. Das ist auf einer Europalette zudeckt mit einer Alufolie. Ja. Und dann mit einem LKW. Wieso haben sie überall, wenn ein Unfall ist, ja, überall kommt ein Leichenwagen und alles. Ja. Und, ja. Aber da, sowas versteht man nicht. Schreckliche Bilder, die da in Erinnerung sind und die natürlich jetzt wieder wachgerüttelt werden durch den Prozess. Was erwarten Sie sich denn von dem Prozess? Ich warte mir nicht viel. Ja, nicht viel. Das ist. Ich denke mir, also wie in Graz, der Unfall, was da die Leute zusammengeführt hat. Ne? Da haben sie auch gesagt, na, der ist dumm und geistig gestört. Und ich denke mir oft, heute, wenn was ist, überall, das sind nur geistig gestört alle. Ne? Das kann doch nicht wahr sein. Die Arbeitskollegin ihrer verstorbenen Frau, sie hat ja diese grausame Tat mit ansehen müssen. Ja. Sie wird morgen vor Gericht dann aussagen, wie geht es ihr? Ja, schlecht, schlecht. Die ist nervlich am Ende. Die hat, ich bin mit jener schon in Verbindung. Ich fahre hier und da hin zu ihr. Sie geht aufs Grab zu meiner Frau. Ne? Und wenn es dunkel wird, ne? Dämmerig wird, sperrt sie sich in der Wohnung ein. Die traut sich nicht einmal auf die Straße. Ne? Ja. Wie gehen Sie eigentlich mit diesen ganzen Sachen um, die in den letzten Monaten, wie gesagt, vorgefallen sind? Haben Sie auch ein Kriseninterventionsteam gehabt? Ich werde das schon irgendwie ein Land durchschaffen. Das ist nur, wenn man drüber redet, ist halt schwer. Ja. Und ich habe meine Hunde daheim und die lenken mich ein bisschen an. Ja. Dieser harten Zeit. Ihre Kinder, wie gehen die damit um? Bitte? Die Kinder, wie gehen die damit um? Ja, denen geht es schlechter. Es ist nicht so einfach. Ist natürlich nein. Ihre Mutter in dieser Adventszeit. Wenn ein Mensch krank ist, ja, dann stellt man sich schon ein. Aber nicht so, wie ich gehe am Abend fort und Hose, Papa, und ich weckt in der Früh auf. Und in der Früh steht die Polizei da und eine Frau lebt nicht mehr. Ne? Ja. Die war am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Ne? Ja. Die Sicherheitsvorkehrungen am Brunnenmarkt sind ja in den letzten Monaten verstärkt worden. Haben Sie die Gegend dort noch einmal besucht? Bitte? Haben Sie die Gegend am Brunnenmarkt noch einmal besucht? Dort sind ja die Sicherheitsvorkehrungen. Nein, ich kann dort nicht hin. Ja. Ich gehe dort nicht hin. Ja. Das ist für mich unvorstellbar. Unvorstellbar, was dort alles passiert ist. Wir wünschen Ihnen ganz viel Kraft für den Prozess, der, wie gesagt, morgen beginnt. Und ja, danke, dass Sie bei uns heute im Studio vorbeigeschaut haben.